Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da yine çok kullanılan fiillerden sich ändern, anerkennen, abschließen, hinweisen, erfüllen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz zih. Enden. Kendini değiştirmek, değişmek anlamına geliyor. Sich ändern refleksif yani dönüşlü bir fiildir. Aynı fiili ändern şeklinde özneyi niteleyen sich zamiri olmadan da kullanabiliyoruz. Burada bir şeyi değiştirmek anlamına geliyor. Präsens. ich ändere mich. Ben Ich ändere mich. Ich ändere mich. Präteritum. Ich änderte mich. Bandichjordum die Stimme. Ich änderte mich. Ich änderte mich. Perfekt. Ich habe mich geändert. Bandichstimme. Ich habe mich geändert. Ich habe mich geändert. Ich ändere mich. Ich ändere mich. Ich änderte mich. Ich änderte mich. Ich habe mich geändert. Ich habe mich geändert. futur bir ich werde mich ändern. Ben değişeceğim. Ich werde mich ändern. Ich werde mich ändern. Futur iki, ich werde mich geändert haben. Ben değişmiş olacağım. Ich werde mich geändert haben. Ich werde mich geändert haben. Plus perfekt. Ich hatte mich geändert. Bandi schmischtim. Ich hatte mich geändert. Ich hatte mich geändert. ich werde mich ändern. Ich werde mich ändern. Ich werde mich geändert haben. Ich werde mich geändert haben. Ich hatte mich geändert. Ich hatte mich geändert. Die Menschen ändern sich manchmal mit der Zeit. Die Menschen ändern sich manchmal mit der Zeit. Die Menschen ändern sich manchmal mit der Zeit. Diğer bir örnek cümlemiz. Kannst du bitte dein Verhalten ändern? Davranışlarını değiştirebilir misin lütfen anlamına geliyor. Burada zih zamirini, özneyi niteleyen zih zamirini kullanmadan sadece enden fiilini kullanıyoruz. Burada direkt kişiye değil davranışının değişimine gönderme yapıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Cümlemizi tekrar edelim. Kannst du bitte dein Verhalten ändern? Kannst du bitte dein Verhalten ändern? Diğer fiilimiz anerkennen. Bir durumu tanımak, kabul etmek anlamına geliyor anerkennen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens ich erkenne an. Ben kabul ediyorum. Ich erkenne an. Ich erkenne an. Präteritum ich erkannte an. Ben kabul ediyordum, kabul ettim. Ich erkannte an. Ich erkannte an. Perfekt, ich habe anerkannt. Bankabulettem, ich habe anerkannt. Ich habe anerkannt. Tekraredelem, ich erkenne an. Ich erkenne an. Ich erkannte an. Ich erkannte an. Ich erkannte an. Ich habe anerkannt, ich habe anerkannt. Futurbir, ich werde anerkennen. Ban kabul edeceğim, ich werde anerkennen. Ich werde anerkennen. Futuriki, ich werde anerkannt haben ich werde anerkannt haben ich werde anerkannt haben plusquam perfekt ich hatte anerkannt ban kabul mischten ich hatte anerkannt ich hatte anerkannt tekrar edelim ich hatte werde anerkennen, ich werde anerkennen, ich werde anerkannt haben, ich werde anerkannt haben, ich hatte anerkannt, ich hatte anerkannt. Der Schiedsrichter erkannte nach der Videokontrolle das fragwürdige Tor an. Hakem Videokontrollen Golü Der Schiedsrichter erkannte nach der Videokontrolle das fragwürdige Tor an. Der Schiedsrichter erkannte nach der Videokontrolle das fragwürdige Tor an. Basquiaturnik Jimlemis, nach der letzten Niederlage erkenne ich fairerweise deinen Sieg an. Son Yenilgiden sonra adil olarak senin zaferini kabul ediyorum. Tekrar edelim, nach der letzten Niederlage erkenne ich fairerweise deinen Sieg an. Nach der letzten Niederlage erkenne ich fairerweise deinen Sieg an. Diğer bir fiilimiz abschließen. Bir şeyi tamamlamak, bitirmek veya kilitlemek, kapatmak anlamına geliyor. Abschließen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schließe ab. Bantamamliorum. Ich schließe ab. Ich schließe ab. Präteritum. Ich schloß ab. Bantamamliorum tamamledem. Ich schloß ab. Ich schloß ab. Perfekt. Ich habe abgeschlossen. Bantamamledem. Ich habe abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen. Tegraridilem, ich schließe ab. Ich schließe ab. Ich schloss ab. Ich schloss ab. Ich habe abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen. Futurbir, ich werde abschließen ich werde abschließen ich werde abschließen futuriki ich werde abgeschlossen haben bantam tamamlamış ich werde abgeschlossen haben ich werde abgeschlossen haben plusquam perfekt ich hatte abgeschlossen. Ich hatte abgeschlossen. Ich hatte abgeschlossen. Ich werde abschließen. Ich werde abschließen. Ich werde abgeschlossen haben. Ich werde abgeschlossen haben. Ich hatte abgeschlossen ich hatte abgeschlossen örnek cümlemize geçelim ich schließe dieses unnötige thema endgültig ab bu gereksiz konuyu kesin olarak kapatıyorum tekrar edelim ich schließe dieses unnötige thema endgültig ab ich schließe dieses unnötige thema endgültig ab was für eine ausbildung hast du abgeschlossen? was für eine ausbildung hast du abgeschlossen? was für eine ausbildung hast du abgeschlossen? Başka bir örnek. Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet. Wir müssen es endlich abschließen. Bu proje üzerinde uzun zaman çalıştık. Artık nihayet tamamlamalıyız, sonuçlandırmalıyız. Tekrar edelim. Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet. Wir müssen es endlich abschließen. Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet. Wir müssen es endlich abschließen. Er schloss die Tür ab und stellte fest, dass er seine Tasche im Auto vergessen hat tegredelim er schloß die tür ab und stellte fest daß er seine tasche im auto vergessen hat er schloss die tür ab und stellte fest dass er seine tasche im auto vergessen hat die albi hinweisen Bir konuya, duruma işaret etmek, dikkat çekmek, göstermek anlamına geliyor. Hinweisen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens ich weise hin. Ben gösteriyorum. Ich weise hin. Ich weise hin. Präteritum ich wies hin. Ben gösteriyordum gösterdim. Ich wies hin. Ich wies hin. Perfekt. Ich habe hingewiesen. Ben gösterdim. Ich habe hingewiesen. Ich habe hingewiesen. Tekrar edelim. Ich weise hin. Ich weise hin. Ich wies hin. Ich wies hin. Ich habe hingewiesen. Ich habe hingewiesen. Futur Ich werde hinweisen. Bändüsterejim. Ich werde hinweisen. Ich werde hinweisen. Futuriki ich werde hingewiesen haben ban ich werde hingewiesen haben ich werde hingewiesen haben plus perfekt ich hatte hingewiesen ban ich hatte hingewiesen ich hatte hingewiesen ich werde hinweisen, ich werde hinweisen, ich werde hingewiesen haben, ich werde hingewiesen haben, ich hatte hingewiesen, ich hatte hingewiesen. Die Verkehrsschilder weisen darauf hin, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat. Die Verkehrsschilder weisen darauf hin, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat. Die Verkehrsschilder weisen darauf hin, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat. Die Lehrerin wies den Schüler auf seinen Fehler hin. Die Lehrerin wies den Schüler auf seinen Fehler hin. Die Lehrerin wies den Schüler auf seinen Fehler hin. Diğer fiilimiz erfüllen. Gerçekleştirmek, yerine getirmek anlamına geliyor. Präsenz, ich erfülle. Ben gerçekleştiriyorum. Ich erfülle. Ich erfülle. Präteritum, Ich erfüllte. Ben gerçekleştiriyordum, gerçekleştirdim. Ich erfüllte. Ich erfüllte. Perfekt. Ich habe erfüllt. Ben gerçekleştirdim. Ich habe erfüllt. Ich habe erfüllt. Tekrar edelim. Ich erfülle. Ich erfülle, ich erfüllte, ich erfüllte, ich habe erfüllt, ich habe erfüllt. Futurbir, ich werde erfüllen. gerçekleştireceğim. ich werde erfüllen, ich, werde erfüllen. ich, werde erfüllen. ich werde erfüllen. Futuriki, ich werde erfüllt haben. Ich werde erfüllt haben. Ich werde erfüllt haben. haben. Plus perfekt. Ich hatte erfüllt. Ich hatte erfüllt. Ich hatte erfüllt hatte erfüllt. Ich werde erfüllen, ich werde erfüllen, ich werde erfüllt haben, ich werde erfüllt haben, ich hatte erfüllt, ich hatte erfüllt. Örnek cümlemize geçelim. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, dann können Sie hier arbeiten. Bu şartları yerine getirirseniz burada çalışabilirsiniz. Tekrar edelim. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, dann können Sie hier arbeiten. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, Dann können Sie hier arbeiten. Bu dersimizde sich ändern, anerkennen, abschließen, hinweisen, erfüllen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.